heute zum dritten Mal hier und ich muss sagen, es ist immer wieder eine Bereicherung. Zum einen, weil es spannende Vorträge gibt, wo einmal ein bisschen über den Tellerrand geguckt wird, aber auch einfach Praxisbeispielen gezeigt wird, wo den Unternehmen der Schuh drückt und wie das zusammen mit Team oder mit anderen Partnerunternehmen Fragestellungen, Herausforderungen gelöst werden. Sie wird immer lebhafter, sie ist mittlerweile ja jedes Jahr voll ausgebucht, so habe ich gehört. Und das merkt man auch, es ist immer rege Beteiligung und tolle Vorträge gibt es hier. Dann kommen viele Leute an den Messestand, informieren sich über unsere Produkte. Wir aber auch bei anderen Messeständen, wo wir vorbeigehen. Unsere Partner sind teilweise auch hier. Es ist immer lebendig und macht eine Menge Spaß. Also mir gefällt es bisher sehr gut. Vor allem, weil man auch mal die Dinge wirklich in der Realität dann sieht, wie sie später dann im Lager funktionieren werden. Also wir, die Firma Voitec, wir sind spezialisiert auf Voice-Lösungen, also Kommissionierung mit Sprache. Das machen wir schon seit vielen, vielen Jahren, wobei wir eben versuchen, diese Lösung Voice eben auch mit anderen Lösungen zu kombinieren. Das heißt, dass wir Informationen wie eine Datenbrille mit in den Voice-Prozess mit einbauen oder sogenannte Electronic Shelf Labels mit einbauen, um einfach die Prozesse noch weiter zu optimieren und für die Kommissionierer einfacher zu machen. Zum einen hat es natürlich eine besondere Atmosphäre hier in diesem, ja, man kann schon sagen, historischen Heinz-Nixdorf-Gebäude. Zum anderen ist es natürlich auch jedes Jahr wieder ein Networking-Place, kann man sagen. Und man kann sich immer wieder über neue Technologien informieren, bekommt also eine Menge mit und das alles an einem Tag, das ist schon sehr gut. Generell ist es natürlich interessant, mal neue Einblicke nochmal zu bekommen in Materialflussthemen, Logistikthemen und sich einfach mal informieren, was so im Moment am Markt los ist und was es so alles für Möglichkeiten gibt. Es gefällt mir sehr gut, also es sind sehr, sehr viele Teilnehmer, viel mehr als ich erwartet hätte. Und vor allem auch die richtigen Ansprechpartner. Das ist immer ganz wichtig, dass nicht diejenigen kommen, die es einfach nur interessiert, sondern diejenigen, die auch nachher dann die Entscheidungsgewalt haben. Ja. Sie wird immer größer, die Teilnehmerzahl wächst. Für uns als Aussteller ist das Interesse insofern interessant, das Netzwerken und das nachgeschaltete Präsentieren der Produkte im Auftrag von Team in der Partnerschaft. Das ist für uns wichtig. Aktuell kann man sagen, ist die Branche gut unterwegs. Durch das Thema digitale Transformation haben wir wirklich viele neue Chancen, die wir erlegen. Wir sehen das ja alle selber bei uns selbst. Es wird im Internet eingekauft. Wir haben das Thema E-Commerce, Same-Day-Delivery, neue Anforderungen an Logistikprozesse. Und das bedeutet natürlich auch für ein Unternehmen wie Team, das ein Warehouse-Management-System anbietet, dass man gefragt wird, dass man innovative Prozesse und Lösungen für die Kunden bereitstellt. Und das führt natürlich auch zu einer sehr guten Auslastung und einer sehr guten Situation in der gesamten Branche. Schön. Also es fing ja gestern Abend schon an mit dem tollen Abend, den wir da gemeinsam hatten mit den Referenten und den Ausstellern, was natürlich auch nochmal eine tolle, etwas intimere Möglichkeit zum Netzwerken ist. Heute mit fast 500 Teilnehmern hier, das ist natürlich schon sehr, sehr groß, aber durch diese kleinen Kommunikationsinseln hier findet man halt trotzdem immer noch mal die Möglichkeit, sich sehr schön auszutauschen.